Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Invest Informant. Bevor wir in das heutige Video hineinstarten, hier wieder der obligatorische Disclaimer, dass alles, was in diesem Video gesagt wird, nur reine Unterhaltung, die in keinster Weise eine Investment, Anlage oder Steuerberatung darstellt. Und gerade bei diesem Video erachte ich diesen Disclaimer als besonders wichtig, weil ich glaube, dass gerade dieses Video hier zu spontanen Bitcoin-Käufen führen könnte. Also seid gewarnt und jetzt ehrlich gesagt starten wir auch rein in das heutige Video. In diesem Video soll es darum gehen, wie Bitcoin meets Burgenland Volume 3 abgelaufen ist. Und soweit ich informiert bin, waren hier knapp 130 Leute an diesem Event beteiligt. Und wie ihr schon am Bild entnehmen könnt, hat sich hier am Setup im Verhältnis zum vorigen Jahr, falls du das Video verpasst hast, verlinke ich dir jetzt das Ganze oben in der Ecke, hier einiges getan. Also hier wurde so richtig ins Gesparte gegriffen, wie wir das auf gut Österreichisch sagen. Und man hat hier wirklich in den Auftritt viel investiert und hat heuer auch wieder Top-Speaker an den Start geholt. Und ich möchte mich hier noch einmal bei Matthias Reder bedanken, der dieses Event ja organisiert hat. Hier wirklich beide Daumen hoch, du hast wirklich eine tolle Arbeit geleistet. Und ich bin wirklich glücklich, dass ich bei diesem Mega-Event hier im Burgenland Neufeld am See dabei sein durfte. Und ich hätte jetzt auch schon gesagt, wir springen jetzt nach dem Intro gleich direkt hinein und schauen uns an, wer hier alle am Start war und was hier die Themen waren. Also, wer war jetzt alle am Start? Moderiert hat das Ganze natürlich Matthias Reder persönlich und auch hier hat er wirklich eine tolle Arbeit geleistet und hat uns hier durch dieses Event, also durch diesen ganzen Tag des Events hier durchgeführt und hat auch hier wirklich eine tolle Stimmung erzielt und hier auch immer das Publikum angeheizt und auch natürlich motiviert, hier Fragen zu stellen, um diesen Tag noch interaktiver und noch lebendiger werden zu lassen. Und jetzt schauen wir uns natürlich einmal an, wer hat heute in dieses, also heute am 24.05., wer ist in dieses Event hineingestartet. Losgegangen ist das Ganze mit Alexander von Frankenberg und er hat uns hier in die Netzwerkeffekte von Bitcoin hineingeführt und hat uns aufgeklärt, warum es hier so wichtig ist, dass man hier ständig am Ball bleibt und hier über Bitcoin die Leute aufklärt. Wir haben uns dann auch gemeinsam dann angeschaut, wie das Ganze eigentlich ist mit der Inflation und auch hier die treuen Abonnenten meines Kanals werden hier sofort eine Formel erkennen, die sie aus einem meiner Videos kennen, nämlich die 72er-Regel. Falls du das Video zur 72er-Regel verpasst hast, möchte ich dir das Ganze noch einmal rechts oben in der Ecke verlinken. Und hier der Alexander hat das Ganze noch ein bisschen vereinfacht. Er hat jetzt die 70er-Regel draus gemacht und hier bei 2% Inflation ist das ja quasi das, was unsere EZB erreichen möchte. Aber selbst dann ist ja das Ersparte, das wir am Konto haben, was die Kaufkraft betrifft, nach 35 Jahren nur mehr halb so viel wert. Und das war etwas, und dann mit dem ist er einmal in das Ganze hineingestartet und hat uns einmal hier ein bisschen auf den Zahn gefühlt, was es eigentlich bedeutet, wenn man hier diese 2% hier pro Jahr an Inflation erzielt. Für unser Erspartes natürlich eine absolute Katastrophe, wenn das nach 35 Jahren nur mehr die Hälfte der Kaufkraft hat. Dann hat es dann natürlich eine spannende Grafik von ihm noch gegeben, in der uns eigentlich hier aufgeklärt hat, wo momentan hier wirklich die Milliarden und Billionen eigentlich hier versteckt sind. Und hier, wenn man das Ganze sieht und hier mal die anderen Assets hier damit vergleicht, also Aktien, Anleihen und Immobilien, dann wird man ziemlich schnell draufkommen, dass hier bei Bitcoin noch ziemlich viel Luft nach oben ist. Und wenn hier von jeder Assetklasse nur 1% hier auf Bitcoin überschwappt, dann kann man sich schon einmal vorstellen, was hier dann mit dem Bitcoin-Preis passieren wird. Also hier wirklich ein absolut toller Vortrag, der hier mal das Publikum einmal für das Ganze hier wirklich angeheizt hat. Und ich kann nur sagen, also wenn man die Chance hat, hier Alexander von Frankenberg einmal live zu erleben, dann sollte man das unbedingt nutzen. Als nächstes am Start war natürlich unser österreichischer Top-Moderator Nico Hilch.
Und auch Nico Illich ist hier mal in das Ganze hineingestartet, einmal mit der Frage, was ist eigentlich überhaupt Geld? Und hat hier wirklich versucht, die ganzen Personen, die hier im Raum waren, einmal abzuholen, wo wir aus der Vergangenheit eigentlich herkommen, wo wir gestartet sind, quasi mit Getreide und Muscheln über den Tauschhandel bis hin dann zum Gold, wo dann der Goldstandard dann 1971 dann ausgesetzt wurde, wo dann quasi der Dollar nicht mehr hier mit Gold gedeckelt war und dann, wo wir jetzt in der Evolution gerade sind und wir bewegen uns jetzt hier quasi momentan hier vom Papiergeld in Richtung digitalen Euro hin und hat dann eben hier auch bewiesen, wie hier eben dann Bitcoin bei den ganzen mitspielen könnte. Und auch hier kann ich nur sagen, wirklich ein Top-Vortrag, der hier wirklich auch sehr emotional und mitreißend war, wenn man sich das Ganze mal wirklich vor Augen führt, wo wir gerade stehen und wohin die Reise eigentlich gegenwärtig geht. Und hier dann noch als Abschlussbild möchte ich dann auch seinen Vortrag noch zeigen, eben wie sich hier die Dollar-Kapazität eigentlich, also wie der Dollar hier in seiner Form aufgeblasen wurde in den letzten Jahrzehnten und im Vergleich dazu eben wie hier Bitcoin gegen die 21 Millionen rennt. Und ich denke, quasi spätestens, wenn man hier diese Grafik einmal verinnerlicht, dann weiß man eigentlich, wohin die Reise mit unserem Geld geht und hat ein Gefühl dafür, wie Bitcoin unser Problem hier lösen könnte. Als nächstes am Start war Daniel Tröster, auch hier in der Community Lotti genannt. Und auch hier ein ganz besonderer Speaker, der hier am Start war, weil er vereint ja quasi zwei Seelen in einer Brust. Er ist Banker und gleichzeitig auch Bitcoiner und das sorgt er schon alleine für sich hier für einen kleinen Stau in einem Menschen selbst. Und hier hat er uns ein ganz spannendes Thema hier gezeigt. Er hat jetzt hier nämlich SWIFT-Transaktionen mit Lightning verglichen und hat dann quasi in seinem Vortrag herausgearbeitet, wie es hier eigentlich mit den Kosten für die Transaktionen aussieht. Und er hat das Ganze hier mit der Strike-App hier eben gemacht. Und hier gibt es dann eben diese spannenden Effekte, wann es eben dann zu kippen beginnt, ab welcher Betragszahlung, dass man hier zum Beispiel günstiger wäre, wenn man hier eine SWIFT-Transaktion verwenden würde und nicht Lightning. Und ich denke, die nächste Grafik illustriert das Ganze noch etwas besser, wo es quasi Sinn macht, hier mit Lightning zu bezahlen oder dann eben eine SWIFT-Transaktion anzustoßen. Und auch hier muss ich sagen, hier war auch wieder viel Lernpotenzial für mich dabei und auch ich konnte hier wieder ein paar Golden Nuggets mitnehmen aus diesem Vortrag, weil ich war auch der Meinung, also egal was und wie man das Ganze macht, Lightning ist immer das Bessere. Nein, ist es nicht. Also es gibt hier wirklich diesen Punkt, wo das Ganze kippt und es eigentlich dann günstiger wäre, hier nicht Lightning zu verwenden, sondern dann zum Beispiel eine normale SEPA-Transaktion, also eine SWIFT-Transaktion quasi anzustoßen oder natürlich die Bitcoin auf der Main-Chain zu verschicken, weil das Ganze dann billiger wäre, als wenn man das Ganze über Litecoin macht. Also nur, dass man das einmal gehört hat, dass es hier da eben einen Punkt gibt, wo das Ganze dann quasi kippt und es dann mehr Sinn macht, das Ganze auf der Hauptchain zu tun. Dann gab es eine Mittagspause. Und hier möchte ich mich noch einmal beim BlockDoc bedanken, der mich hier auf ein Bier eingeladen hat. Das Ganze wurde natürlich, wie es sich für so ein Event gehört, mit Lightning bezahlt. Und das war auch hier ein großes Plus an diesem Tag. Also man hatte hier die Chance, hier wirklich seine ganzen Getränke, die man hier konsumiert hat, hier mit Lightning zu bezahlen. Also noch einmal danke für das Bierchen in der Mittagspause. Dann ging es natürlich gleich nach der Mittagspause Schlag auf Schlag weiter. Hier Burggespräche. Ich denke, diese Herren, wenn man hier ein bisschen in der österreichischen Community unterwegs ist, muss man nicht vorstellen. Peter Kotasek und Nico Jilch. Also die beiden haben hier wirklich einen tollen Schlagabtausch geliefert und haben sich hier über die Jahrhundertchance Bitcoin unterhalten. Und man hatte auch dann die Chance, anschließend hier noch die eine oder andere Frage an die beiden Herren zu stellen, diese natürlich mit viel Humor und Filken auf Hoff auch beantwortet haben. Also auch hier wieder muss ich sagen, alleine dieses Gespräch hat sich schon für mich sehr ausgezahlt, weil ich wieder eine meiner Fragen hier stellen konnte. Dann gab es natürlich auch hier von der Firma Blockbit wieder etwas von Florian Wimmer, was Steuern betrifft, hier vor allem angelehnt an den österreichischen Bereich. Und hier war eben das Inhaltliche, wann
wird hier eine steuerpflichtige Aktion fällig und wann wird keine steuerliche Aktion hier fällig. Und dann hat man sich natürlich auch noch darüber unterhalten, wie man das Ganze hier eben betreiben könnte, damit man hier möglichst wenig Steuern anfallen. Und hier, wie gesagt, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer meines Kanals, das Ganze betrifft sich hier oder bezieht sich hier nur auf den österreichischen Bereich der Steuern. Also hier müsst ihr eben, je nachdem in welchem Land ihr ansässig seid, dann ebenfalls mit eurem Steuerberater euch unterhalten, wie es hier bei euch in eurem Land aussieht, was Steuern betrifft. Und auch hier wieder waren sehr viele Inputs dabei, die ich auch nur jedem empfehlen kann, sich einmal dem Thema etwas genauer zu widmen, bevor ihr hier in die Materie tiefer einsteigt. Dann ein ganz spannender Vortrag von Rahim. Ich versuche jetzt gar nicht den Familiennamen hier herauszustottern, weil ich sowieso weiß, dass ich ihn falsch aussprechen würde. Diesen Herrn kann ich nur empfehlen, einer der letzten Vertreter der österreichischen Schule, und auch dieser Vortrag war wirklich, also da hätte man extra Geld verlangen können, der war wirklich absolut ein Traum, und auch hier hat er wirklich das Publikum hier sehr mitgerissen und hat eben hier auch seinen Input bezüglich Bitcoin und Investments anderer Klassen hier zusammengeführt und hat uns hier von der österreichischen Schule, also von der Perspektive der österreichischen Schule aus, probiert hier mitzunehmen und dafür zu sensibilisieren, ob Bitcoin ein gutes oder kein so gutes Investment war. Und natürlich, wenn du hier einen dieser Vorträge, die ich bis jetzt schon gezeigt habe und noch zeigen werde, sehen willst, bei Matthias Reda am Kanal, den ich natürlich unter dem Video verlinke, hast du hier die Möglichkeit, die Videos dir alle dann anzusehen, und die werden jetzt dann nach und nach hier ausgerollt. Schauen wir mal weiter, wer noch am Start war. Also hier Bastian Feder von Lipa, also hier ging es auch um Lightning-Transaktionen, und hier wurde das Ganze eben hier von verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet, also hinsichtlich Dezentralität, Transaktionsgebühren, wie auch im Vortrag vom Lodi, Geschwindigkeit, Privatsphäre und Regulation. Und hier wurde dann eben auch auf die Lipa-App ein bisschen eingegangen. Und sobald diese fertig ist, werde ich euch hier bei meinem Kanal hier mal ein Video zu dieser Lipa-App machen, um euch hier auch ein bisschen für das Ganze mitzunehmen. Dann gab es noch einen sehr besonderen Vortrag mit Stefan Kern, und hier ging es darum, wie man eben hier noch global Geld verdienen kann mit Bitcoin Mining, und das war wirklich ein sehr spannender Vortrag, wo es eben darum gegangen ist, wo eben hier auf der ganzen Welt diese Mining Equipments platziert werden, und was für mich auch ganz interessant war, wie viel darf der Strom kosten, damit man hier wirklich noch profitabel Bitcoin minen kann, und hier war die Antwort sehr spannend, also kleiner 4 Cent muss hier der Preis pro Kilowattstunde sein, dass man hier mit Bitcoin Mining noch hier profitabel mit minen kann am globalen Weltmarkt, und je nachdem, wo eben der Strom gerade am günstigsten ist, wird dann das Equipment hier dann verlagert und dann eben so betrieben, dass man hier eben unter diese 4 Cent kommt. Und dann war es auch noch sehr interessant, gerade in diesem Gespräch zwischen Matthias Reda und dem Herrn zu hören, wie das Ganze eigentlich hier auf der ganzen Welt die Infrastrukturausbau fördert, also wie eben hier das Bitcoin Mining die Infrastruktur der Stromnetze auf der ganzen Welt zusätzlich befeuert und hier auch hilft, auf der ganzen Welt hier das Stromnetz stärker auszubauen. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, immer dann, wo es hier auf der Welt günstigen Strom gibt und wo es auch Spitzen gibt, die man aus dem Stromnetz abnehmen kann, teilweise sogar kostenlos, wenn man froh ist, dass der Strom weg ist, auch da kann man hier mit Bitcoin Minern hier das Ganze toll unterstützen, und auch hier wirklich ein sehr wertvoller und sehr toller Vortrag. Dann auch hier etwas ganz Besonderes, hier ging es um Ordinals bzw. Inscriptions von Ed Prince, auch hier ein ganz toller Vortrag, wo mir also wirklich der Kopf geraucht hat. Also ich habe auch hier wirklich viel mitnehmen können, aber das war jetzt wirklich schon sehr schwere Kost, die man hier dann quasi genießen durfte. Aber auch hier ein sehr toller Vortrag, und auch hier kann ich nur empfehlen, sobald das Video hier online geht auf Rette dein Geld, das Ganze sich einmal zu Gemüte zu führen. Den Abschluss durfte dann noch Anton Werner machen, hier von der Bitcoin Education, also von der Wingman Group. Auch wirklich ein toller Vortrag,
wo er eben erklärt hat, wie dieses Crypto-Wingman-Konzept funktioniert und wie man hier probiert, Kryptos und Bitcoin-Know-how hier unter die Leute zu bringen. Auch wirklich etwas Tolles. Und hier sollte man auch einmal vielleicht mit einem Auge einmal draufschauen, was eben hier bei Crypto-Wingman sich so alles tut. Und jetzt natürlich das Spannendste noch für mich war dann der Ausklang dieses Events hier im Demo-Raum, wo man natürlich hier die Chance hatte, hier auch einen Bitcoin-Automaten zu nutzen, um hier ein paar Satoshis einzukaufen und sich einmal so einen Bitcoin-Miner hier von der Nähe anzuschauen, weil sowas bekommt man ja auch nicht jeden Tag in die Hände. Und dann gab es auch noch ganz tolle Getränke und auch hier das auf der rechten Seite mit diesem Totenkopf, mit diesem Skull Satoshi, das ist ein österreichisches Kernöl und alles das konnte man natürlich auch mit Lightning hier auf diesem Event erwerben. Und natürlich hatte man dann auch noch die Chance hier, wie zum Beispiel ich, mit Alexander von Frankenberg und Matthias Reder hier ein tolles Erinnerungsfoto zu schießen, um das Ganze hier noch final abzurunden. Wenn euch das Ganze wieder gefallen hat, dann seid bitte so nett, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wieder ein neues Video von mir auf meinem Kanal erscheint. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.